Oh. Von hier an müsst ihr ohne mich weitergehen, um euch den weiteren Herausforderungen alleine stellen. Geht einfach zum Raum der Prüfung und reinigt euren Bindungsstein. Einfach getan, nicht wahr? Oh, eine weitere Sache noch. Ich bringe euch noch diese tolle Fähigkeit bei. Sie heißt Anfeuern. Rider können alle möglichen nützlichen Fähigkeiten erlernen. Ich weiß, dass ihr offiziell noch kein Rider seid. Aber vielleicht möchtet ihr versuchen, Anfeuern zu benutzen, damit ihr seht, wie Fähigkeiten funktionieren. Na gut, seid vorsichtig da dran. Ich sehe dich dann später im Dorf, Kind. Das hier ist der letzte Teil des Rituals. Danach wirst du ein ausgewachsener Rider sein. Viel Glück! Okay. Ich bin hier, also musst dir keine Sorgen machen. Los, los, los! Anfeuern, Anleitung. Trophäe, Vogelwürfen, Ängste-Klubbedie. Vogelwürfen erledigt, okay. Nee. Wie machen wir das jetzt? Kampfbeutel? Rider Notizbuch. Einrichtung? Keine Ahnung, wie geht das jetzt? Kampfgrundlagen, Fähigkeiten. Jagdhornfähigkeit? Oh Gott. Jagdhörne funktionieren mit drei Angriffsarten, ähnlich wie Kombos. Wir brauchen keine Bindungsladung und man kann sie nicht direkt auswählen. Aha. Wähle Rider im im Kampfbefehlmenü für Zugang zu deinen Fähigkeiten. Fähigkeiten verbrauchen Bindungsladung und die du sie nicht nutzen kannst. Okay. Wenn dein Gegner sich gegenseitig angreifen, gibt es eine Konfrontation. Eine Linie mit roten Funken zeigt dir, wo dein Gegner dich angreifen wird. Okay. Umgeworfen. Ja, das sind, glaube ich, alles noch so Sachen, die später noch dazukommen. Herzen geben an, wie oft die TP von dir oder deinem Monster unter Null fallen dürfen. Du kannst maximal 3 Herzen haben. Verlierst du sie alle, ist das Spiel vorbei. Oh, okay. Also wir haben mehrere Leben. Das ist interessant. Grundlagen? Wo finde ich das jetzt? Riderkarte? Nö. Spiel beenden. Nein, das will ich ja auch nicht. Also ich habe keine Ahnung, wo ich diese Anleitung jetzt finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Kampf doch nicht? Objekte? Ja, aber eigentlich auf Fähigkeiten. Ja gut, wir können natürlich auf unseren Rider gehen. Monsties? Nee, wie war das? Status? Dann hier? Was? Gene? Wie Gene? Velocidrum gehen, Geschwindigkeit, Wasser, Einschüchterung, Wasserangriff plus 2, Technikabwehr gehen, Technikabwehr plus 1, maximale TP plus 1, Verteidigung plus 1. Was? Leerer Slot. Okay. Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Anfeuern, hier. Der Angriff des Verbündeten wird eine Runde lang erhöht. Bindungsbalken verbrauchen 0. Achso, scheinbar können wir das immer so benutzen. Okay, ich weiß bloß nicht genau, wie wir es aktivieren können. Können wir dich battlen? Nö. Wir können keine Kelbis verprügeln. Na gut, von mir aus. Was ist das da oben? Das sieht irgendwie... Achso, das ist unsere Quest. Schau dir das an, hier wachsen ein paar Pflanzen. Du kannst in Orten wie diesen nützliche Sachen wie Kräuter finden. Ja, wissen wir. Das haben wir schon lange getan. Oh, da ist eine Schatztruhe. Okay. Nice. Wurfmesser plus 5 erhalten. Oder Wurfmesser mal 5 erhalten. Nehme ich. Sehr schön. Und ein Erdkristall. Was man hier nicht so alles findet. Wir haben was auf meinem... Wieso sitzt du auf meinem Velocidrom? Und mir walzen mal 3. Können wir dich nicht gerade irgendwie mehr Ausrufezeichen? Nö. Also Kelbys können wir nichts tun. Ach, er hat ein Ausrufezeichen. Aloeblatt. Aha. Kann ich irgendwas einsammeln? Nein. Hey Kumpel, hältst du deinen Kampfbeutel bereit? Wenn du im Kampf bist, kannst du nur Objekte aus deinem Kampfbeutel benutzen. Rider müssen immer bereit sein, also geh ins Campmenü und schaff Ordnung. Wähle Kampfbeutel aus dem Kampfmenü, um bis zu 10 Objekte für den Kampf zu wählen. Verbrauchte Objekte werden aus dem Inventar wieder aufgefüllt, falls möglich. Ah, ja. Jetzt gibt es so eine gewisse Begrenzung. Ist voll in mich reingerannt. Sollte er nicht wissen, dass es eine blöde Idee ist, sich gegen einen Velocidrom und einen Typen zu prügeln. Der Velocidrom nutzt Geschwindigkeitsangriffe. Ja, wissen wir. So, Rider. Anfeuern. Der Angriff des Verbündeten wird eine Runde lang erhöht. Ja, ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Von mir aus. Hä? Wähle einen Mitstreiter.
Mich? Oh, guck mal, er greift Blue an. Na dann Blue. Angriff plus, jetzt kann es losgehen. Oh, und beide. Bam. Voll den Kopf gestoßen. Okay, also sie können auch mein Monster angreifen. Das heißt aber, dass ich ja nicht unbedingt... Aber was ist denn dann am stärksten? Weil er greift ja mich jetzt nicht an. Das heißt, ich kann jetzt freien Schaden machen. Technik wäre ja schon am sinnvollsten, weil er Geschwindigkeitsangriffe benutzt. Ah, er macht jetzt auch einen Technikangriff. Hängt das davon ab, was ich nehme? Nö. Das ist halt... Ich weiß jetzt nicht genau, wie das zusammenhängt. Also ob ich mit gewissen Sachen jetzt mehr Angriff oder mehr Schaden machen könnte. Weil jetzt spielt es ja keine Rolle, welchen Angriff ich mache. Ich mache mal Technik nochmal. Weil er eh Geschwindigkeit macht. Oh, ein Doppelangriff. Oh, wow. Das arme Biest geschafft. Noch ein Monster erledigt. Mach's gut, Velociprey. Was war das denn? Wie mies. Okay. Mit Teamwork lässt sich einiges bewältigen. Heißt das also, wenn wir beide denselben Angriff machen, bekommen wir dann einen Doppelangriff hin? Das wäre ja sehr interessant. Okay, zwei Schuppen. Wir den Bonus. Wir bekommen schon verdammt viel Zeug, ne? Ein B nur? Was? Wow. Okay. Ja gut, weil ich am Anfang Anfeuern gemacht habe. Meine Güte. Es tut mir leid, Spiel. Es tut mir leid, dass ich es mal probieren wollte. Das mit dem Doppelangriff würde ich mir jetzt ganz gerne aber nochmal durchlesen. Koordinierungsschild. Hä? Okay. Was will ich alles bekommen? Rider-Notizbuch. Das ist nämlich gerade eben sehr interessant. Kampf? Kampf. Fähigkeiten? Nö. Kampfgrundlagen. Doppelangriff. Greifst du den gleichen Gegner mit dem gleichen Angriff wie dein Monsti? Mit dem gleichen Angriff an wie dein Monsti? Kann ein Doppelangriff starten? Kann? Okay, Doppelangriffe verhindern Aktionen der Gegner. Das ist natürlich super interessant. Okay, das erklärt meine Frage von vorhin. Ob es wichtig ist, wenn ich nicht angegriffen werde, irgendwas anderes zu machen. Da kann ich ihm ja aber theoretisch auch zuvorkommen und einfach einen Doppelangriff machen. Wie häufig wird der aktiviert, ist halt die nächste Frage. Okay, das war interessant. Das können wir gleich nochmal probieren. Den wir dann einfach direkt einen Doppelangriff starten, oder zumindest hoffentlich einen starten. Und dann damit den Velociprey platt machen. Bei so kleinen Viechern ist so ein rundenbasiertes Kampfsystem natürlich immer ein bisschen ätzend. Weil es braucht dann sehr lange. Weil diese kleinen... Na, ich weiß nicht. Kommen die jetzt vielleicht zusammen? Bekommen wir jetzt vielleicht zwei Gegner? Wir werden sehen. Na du. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also, wann mehr Gegner kommen. Aber halt jeden Einzelnen zu bekämpfen, dauert halt immer eine halbe Ewigkeit. Ja, es ist bloß einer. Okay, du machst einen Kraftangriff. Das ist doch genau das Schlechteste, was du tun kannst. Mann, Blue, denk doch nach. Aber wir machen jetzt auch mal einen Kraftangriff auf ihn. Okay, es gibt nicht immer einen Doppelangriff. Ja, und meiner verliert jetzt natürlich, ja. Nein, Monsti. Er hat halt trotzdem massiv mehr Schaden genommen, der Velociprey. War nicht so blöd. Okay, du machst Einschüchterung. Dann mache ich halt den Technikangriff. Er greift gerade gar keinen an. Ach, weil er eingeschüchtert wird. Okay. Ein frischer Technikangriff, sehr schön. Angriff zufügen und dann angreifen. Okay, er hat weniger Verteidigung. Oder weniger Angriff. Er macht jetzt gar keinen Schaden mehr. Wow. So, Geschwindigkeitsangriff. Geschwindigkeitsangriff. Komm schon, Doppelangriff. Nee, verdammt. Es funktioniert also wirklich bloß sehr selten. Schade. Geschafft, noch ein Monster erledigt. Okay, das heißt, ich kann mich nicht darauf verlassen, das zu machen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich kann ihm natürlich nicht sagen, was er tun soll. Also meinem Velocidrom. Okay. Wieder ein B, ein C sogar. Ja, was soll ich tun? Das war jetzt halt der Versuch, das zu machen. Verschiedene Monsterüberbleibsel. Brühe daraus macht eine leckere Suppe. Brühe daraus macht eine leckere Suppe, was? Okay. Na gut. Gehen wir weiter, aber das andere Biest wird jetzt wahrscheinlich noch da bleiben. Aber haben wir dann irgendwie Status? Können wir irgendwie sehen, dass wir mehr Schaden mit irgendwas machen? Eigentlich nicht. Angriffstendenz, kein Typ. Ja, er macht Geschwindigkeit am ehesten.
Wie gesagt, wir machen nicht irgendwie mehr Schaden mit unserem Zeug, nee. Na gut. Weil wir machen halt auch nicht wirklich so viel Schaden, muss man ja sagen. Ein Kraut. Ich weiß auch nicht, wie ich es dann später machen werde, ob ich dann später vielleicht solche kleinen Viecher rausschneide. Jetzt können wir ja nochmal alle erledigen. Okay. Bekomme ich jetzt, weil ich ihn von hinten angegriffen habe? Ja, wir haben uns herangeschlichen. Tatsächlich. Rückangriff. Es ist tatsächlich so. Okay. Es funktioniert wie ein normales RPG. Das ist interessant. Das ist eine sehr schöne Sache. So, da können wir jetzt auch einen Geschwindigkeitsangriff machen. Vielleicht bekommen wir einen Doppelangriff hin. Komm schon. Na, verdammt. Und zack. Na also. Du greifst ihn nochmal so an. Da können wir nochmal einen Geschwindigkeitsangriff machen. Gar kein Problem. Und du solltest Geschichte sein. Komm schon, das muss doch ein A geben. Besser geht es nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Ich bin der Beste. Wie, du bist der Beste? Du hast nichts getan, Katze. Du hast nichts getan. Ein Kreischbeutel, nice. Oh, ich habe auch einen Stufenaufstieg. Was heißt das? Ein Wirrwarr-Skelett, Schuppen. Schon wieder, wodurch wird dieser Rang entschieden? Ich habe das Gefühl, je öfter wir im Rundenbonus... Okay. Ich habe das Gefühl, je öfter wir ein Biest erledigen, desto weniger Punkte bekommen wir. Ist das so? Weil das waren jetzt wirklich... Also schneller konnten wir es nicht erledigen. Also halt mit dem Doppelangriff, den kann ich nicht herausfordern. Na, das sieht irgendwie voll süß aus, wie er so guckt. Ach je, okay. Da hinten haben wir ja die Grotte. Haben mal die ganzen Velocipraise aufgeräumt. Was eigentlich schon mies ist... Da wir ja den Velocidrom dabei haben, der tötet ja so seine eigene Artgenossen. Ah, dort können wir rüberspringen. Ja, dafür müssen wir ihn erstmal reiten können. Das dürfen wir noch nicht. Wahrscheinlich, wie gesagt, erst, wenn wir in der Pondry-Grotte waren. Na gut, gehen wir rein. Schauen uns an, was es dort zu finden gibt. Die Pondry-Grotte. Wir wurden geheilt? Ach, krass. Ah, weil Stufenaufstieg. Ja, okay. Ich dachte gerade, wir wurden geheilt, weil wir ein anderes Gebiet betreten haben. Aber durch einen Stufenaufstieg. Hey, schau mal, ein Pugi. Wie kommt das kleine Ferkel hierher? Verirrte Pugis. Es gibt viele Pugis, die sich überall verstecken. Finde sie, sprich mit ihnen und sammle sie ein. Beim Pugi nahe der Stallung siehst du deine Sammlung. Okay, wir können Schweinchen sammeln. Das ist... Wenn wir schon Monster sammeln, dann können wir eigentlich auch Schweinchen sammeln, ne? Das ist... Ist jetzt keine schlechte Sache. Viertes Pugi, du Armes. Komm schon, wir nehmen dich mit. Wie es Party macht. Okay, was passiert jetzt? Wow, da ist ein verwirrtes Pugi gerettet. Es verfügt über Teleportationskräfte. Das ist interessant. Und 5 Kräuter, danke. Ein sehr großzügiges Pugi. Kann man eigentlich die Karte irgendwie ver... Ah, ich wollte gerade sagen, vergrößern oder verkleinern. Das ist sehr angenehm. Okay, einfach ein Tipp drauf. Und schon sehen wir sehr viel besser, wo wir hin müssen. Oh Gott, Conchus. Nein. Angriff in den Hintern. Los. Machen das Conchu platt. Ach, es ist einerseits cool. Es ist einerseits cool, dass wir Conchus haben. Conchu gelb. Rückangriff. Wie Conchu gelb? Ach, gibt's denn noch die Dings? Die weißen Conchus? Es gibt ja theoretisch Schnee-Conchus. Die sind ja weiß, also so bläulich. Das ist ja cool. Conchu. Was machst du? Du machst bestimmt Technikangriffe, oder? Weil Kraft und Geschwindigkeit traue ich dir echt nicht zu, muss ich sagen. Das heißt aber, Kraft ist stark gegen Technik. So rum. Oh, und Blue macht auch einen Kraftangriff. Okay. Machen wir so. Bam. Das hat keinerlei Schaden gemacht. Wow, kritisch. Krass. Okay, der hat das Konto erledigt. Das heißt aber, glaube ich, dass... Astrein, Kumpel. Ich glaube, das ist so, dass... Einschlag, das Konchu theoretisch umwirft und der zweite ein kritisch ist. Ist das so richtig? Ich glaube schon. Aber wieso sehen wir eigentlich beim ersten Gegner nicht, wie viele Lebenspunkte er hat? Das ist komisch. Wir müssen ihn zuerst studieren. Insektenhülse Stein, Rang C. Aber wie gesagt, winziges, mickriges Stückchen Geröll. Fügt 1 Punkt Schaden zu. Toll. Spezies des Insekts ist unbestimmbar zur Werkzeugherstellung genutzt. Okay. Was hat es mit dem Rang auf sich? Weil ich kann nicht schneller sein als eine Runde. Deswegen verstehe ich nicht ganz. Oder weil ich zu schnell bin. Keine Ahnung. Verstehe ich noch nicht ganz, was der Rundenbonus
da so ist. Aber irgendwie, wir machen gerade eben theoretisch einen schlechten Job, also einen schlechteren Job als davor. Liegt aber vielleicht daran, dass wir einfach zu schnell sind. Okay, und die Käfer haben wir jetzt auch freigeschalten, das ist die falsche Richtung. Hier entlang, da haben wir einen weiteren Konshu. Ja, ich glaube in Zukunft, jetzt am Anfang zeige ich noch ein bisschen was, aber ich glaube in Zukunft werde ich dann solche Viecher halt einfach, das war blöd, solche Viecher dann einfach rausschneiden. Chance auf eine Belohnung. Was? Konshu haben sehr harte Panzer. Ja, okay. So, wir wissen ja immer noch nicht genau, was von Angriff er macht. Gar keinen. Er hat ja nicht mal eine Angriffslinie. Schild gegen Feuer. Feuerwehr plus. Hast du gut gemacht, Konshu. Hast du richtig gut gemacht. Und jetzt gibt es bestimmt einen Crit, ne? Na, war kein Crit, aber hat gut Schaden gemacht. Oh, das Konshu geht in Angriff. Wir können es aber platt machen. Was für einen Angriff hast du? Geschwindigkeit. Dann gehen wir halt auch mal auf Geschwindigkeit. Vielleicht bekommen wir Doppelangriff hin. Wir haben schon Technik. Ja, okay. Habe ich ja gewusst. Nein, Monsti. Es ist so großartig, wenn einfach solche kleinen Viecher anrollen und über meinen Vieh theoretisch oder halt den richtigen Angriff gegen meinen Monsti bewirken, aber halt einfach abprallen und instant sterben. Das ist so großartig. Bom und weg. Sehr schön. Ja, aha. Naviru-Bonus und Runden-Bonus Rang S. Oh, wow. Okay, aber Runden-Bonus hätten wir bloß 190 gehabt. Den Runden-Bonus verstehe ich noch nicht ganz, aber das heißt, es gibt verschiedene Boni, die man aktivieren kann. Und wenn Naviru sagt, mehr Bonus, dann gibt das scheinbar einfach 500 Punkte mehr. Okay, Monster-Fluid, nice. Da muss ich mich aber definitiv noch ein bisschen einfinden. Das verstehe ich noch nicht ganz. Okay. Hier hin war ansonsten... Nee, halt, wo sind wir denn jetzt wieder? Stimmt, klar. Wir sind im Konshu gefolgt, deswegen. Da haben wir die Schatztruhe. Nice. Was haben die Konshus bewacht? Panzerhaut. Die kann hilfreich sein. Den nehmen wir gerne mit. Ob die unser Monster auch schlucken kann? Ich weiß es nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die tendenziell eher mehr Schaden bekommen, die Monsties. Weil sie halt, irgendwelche Random-Angriffe machen. Nicht unbedingt was gut wäre. Nice. Es ist witzig, einen Monster Hunter im Dings zu haben. Monster Hunter im RPG-Stil zu haben. Das gefällt mir irgendwie, muss ich sagen. Rückangriff. Okay. Du machst einen Technikangriff. Ja, eigentlich wäre Kraft ja besser. Wir müssen ja den gleichen Angriff haben für einen Doppelangriff. Na gut, so geht's ja auch. Und der Technikangriff. Und das Vieh überlebt natürlich wieder gerade so. Toll. Kraft. Okay, was? Wieso Einschüchterung? Das Vieh kann doch nichts mehr. Das arme Biest. Aber das war's. Na, also. Was bekommen wir jetzt? Bekommen wir jetzt 200 Punkte oder wie viel? Okay. Wir bekommen 190. Weil wir zwei Runden gebraucht haben. Oder so. Ich bin mir wirklich nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Werden wir hoffentlich noch früh genug feststellen. Hier haben wir nochmal ein Kräuterchen. Und ansonsten... Ich glaube nichts. Nee. Da durch die Höhle war definitiv besser. Und das ist auch... Ah, aber es werden keine Punkte angezeigt, wenn unsere Karte groß ist. Oder halt klein theoretisch, dass wir mehr sehen können. Okay, aber die brauchen wir ja nicht unbedingt. Ich kann mir schon merken, wo ich hergekommen bin. Sollte ich gerade noch so schaffen. Aha. Oh, Raum der Prüfung. Okay. Wir sind da. Sehr schön. Dann können wir doch unseren letzten Schritt gehen. Lebenspoole. Halt wahrscheinlich alle Teammitglieder. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir können bloß ein Monster gleichzeitig als Begleiter haben. Also theoretisch als Kampfbegleiter. Nicht, dass man irgendwie mit zwei oder drei kämpfen kann. Okay. Dann würde ich sagen, vollenden wir die Prüfung. Sieht so aus, als ob das die heilige Quelle ist. Halte den Stein rein.
Fantastisch! Du bist nun ein zu 100% voll zertifizierter echter Rider. Komm, Kumpel, lass uns ins Dorf zurückgehen. Lass uns einen guten Eindruck machen, Kumpel. Rider, okay. Na dann, auf zurück ins Dorf. Wow, dein Bindungsstein funkelt so rein. Glaubst du, das Ritual sei deine verborgene Kräfte geweckt? Bindungsteinstufe und Seltenheit. Mit einer höheren Bindungsteinstufe kannst du seltenere Monsties in deine Gruppe aufnehmen. Deine Bindungsteinstufe erhöht sich im Verlauf des Spiels. Okay, du kannst nur Seltenheit 2 Monsties aufnehmen. Ja, das ist gut, aber wir bleiben natürlich vorerst mit bei unserem Blue. Der ist mir ins Herz gewachsen. Meine Schnurrhaare kribbeln. Ich fühle eine merkwürdige Präsenz um uns herum. Oh. Ja, es ist ein Nagakuga. Es ist der Nagakuga. Er will uns mit aller Macht angreifen. Das Dorf ist nicht sicher, wenn wir dieses Monster nicht vertreiben, Kumpel. Oh oh. Jetzt gegen Nagakuga? Oh, das ist nicht gut. Vor allem, das ist irgendwie kein normaler Nagakuga. Er ist irgendwie so... Das ist der Nagakuga, harter Kerl. Zeit für fantastisches Teamwork. Du machst einen Geschwindigkeitsangriff. Ich würde ganz gerne tatsächlich mal anfeuern. Auf dich, Blue. Ich glaube, du machst mehr Schaden als ich. Deswegen ja, machen wir es so. Aber ihr geht in Konfrontation. Na, wenigstens gleicht ihr euch aus. Das passt schon mal. Okay, unentschieden. Aua, ja. Ja. Naja, nicht Kraft. Genau das Falsche. Blue, was tust du? Okay, aber der Nagakuga greift gerade niemanden an. Ja, macht Geschwindigkeitsangriffe. Deswegen sollte ich eigentlich wieder Technik machen. Aber ich hoffe ja immer auf Kraft. Aber deswegen zeigt er nicht an, wen er angreift. Machen Kraft. Stachelbombe. Oh oh. Stachelbombe wird benutzt. Au. Okay. Das tut weh. Ins Gesicht. Und du auch nochmal. Nice. 24 Schaden. Sehr schön. Das ist guter Schaden, den wir jetzt machen. Geschwindigkeit. Ich muss aber auf Technik gehen, weil er macht ja auch Geschwindigkeit. Sorry, Blue, aber da kann ich leider nicht konform mit dir gehen. Ja. Nun, Geschwindigkeit ist schon in Ordnung. Nagakuga spielt total verrückt. So, nice. Ich habe gewonnen. Zack. Sehr schön. Der Monsti sagt aufsitzen, Kumpel. Was? Ride on, Kumpel. Reiten? Hä? Okay. Jetzt. Ein Ritt kombiniert eure Kräfte. Es gibt 3 Angriffsarten. Aber Vorsicht, wenn du mehrfach hintereinander eine Konfrontation verlierst... Dann wirst du von deinem Monster fallen. Okay, ach, Blue hat jetzt unsere kombinierten Lebenspunkte. Krass. Okay, Kampf. Ja, wir gehen weiter auf Technik, weil er wird Geschwindigkeit machen, denke ich. Oder geht jetzt auf Kraft, weil er aggro ist. Oh, es ist so gefährlich. Das ist richtig mies. Wir können Geschwindigkeit... Ich gehe mal auf Technik. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob die später noch ihre Fähigkeiten ändern können. Zack, ins Gesicht. Na also, Kraft kommt aus dem Bindungsstein. Konfrontation zu gewinnen zahlt sich aus. Denn dann steigt deine Bindungsstufe pfotartig. Okay, Stufe 2, was? Achso, nee, es ist einfach nur Stufe 2. Okay, ich dachte schon. So, weiter auf Technik. Wir können ja auch gerade nichts anderes machen, ne? Oh, wir dürfen auch nicht mehr zurückgehen. Das ist ja mies. Okay, weiter drauf. Bleibst weiter bei deinem Geschwindigkeitsangriff. Sehr schön. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob Stufe 3, krass... Und der ist erledigt. Weißt du, was Bindungsfähigkeit ist, Kumpel? Sie ist eine starke Fähigkeit, die während des Reitens verfügbar ist. Aber wenn du sie nutzt, endet der Ritt. Je höher die Bindungsstufe ist, desto stärker ist deine Bindungsfähigkeiten. Bindungsstufe 3, stärkste Bindungsfähigkeit. Okay, dann würde ich sagen, er liegt eh am Boden. Dann machen wir ihn platt. Wähle einen Gegner zum Angreifen. Oh ja, Sturztritt. Sturztritt, so geht das, mit Bindungsfähigkeit.
Oh ja. Das wird wehtun. Nice, Objekt fallen gelassen. Sehr schön. Und er hat gar keinen Bock mehr. Hätte ich auch nicht. Sieg, ich bin der Beste. Ja. Du mich auch, Katze. Okay, nice. Das haben wir doch ganz gut gemeistert, würde ich sagen. Durchsichtige Träne. Aha. Und gleich mal einen kräftigen Stufenaufstieg. Sehr schön. Kleiner Kristall aus einem Monsterauge gefallen. Verkaufe ihn im Markt und Läden. Ah, okay, also eine Wirrenträne. Okay. Und das verlorene Objekt? Hä? Er hat nur geweint, oder was? Was ist das denn? Okay, das soll halt verhindern, dass wir jetzt schon Nagakuga-Rüstung bekommen. Schon verständlich. Aber was ist das denn? Anleitungsbonus, okay. Das ist... Wir haben nur Tränen bekommen. Na, von mir aus. Okay, unsere erste Konfrontation mit ihm, das war nicht angenehm. Der schlägt sich der Nagakuga mit eingezogenem Schweif davon. Komm ja nicht zurück! Mein inspirierender Rat hat euch zum Sieg geführt. Zittert eure Schnurrhaare schon? Und ja, ich schätze, du warst auch ziemlich cool. Vielleicht. Wir sollten zum Dorf zurückkehren. Miha, ride on, Kumpel. Ja, kannst du mich mal reiten lassen? Wäre nett. Ja, ich will speichern. Okay, nach dem Kampf würde ich definitiv speichern. Gut, damit haben wir unseren ersten Boss erledigt. Meine Güte. Am nächsten Tag. Ah, Dragon, so kühn. Mit deinen Taten bleibst du nicht mehr lange anonym. Die Gefahr ist weg, das wissen wir. Das Dorf ist gerettet. Wir danken dir. Ich danke dir für alles nun sehr. Diesen Kampf vergessen wir nimmermehr. Und so möchte ich dir nun sagen, von nun an bist du ein Rider. Darüber darfst du nicht klagen. Am wichtigsten ist das Monster-Ei. Mit dem wirst du stärker und erlebst allerlei. Doch ein Monsterleben aus natürlicher Sicht, das gibt dir und mir das Lebenslicht. Seid ihr bereits über die Hügel gekommen und habt den Duft der Narzissen schon wahrgenommen? Emsige Käfer von jeder Art kümmern sich fleißig um die Blümensaat. Den Nektar, den sie somit sammeln, wir uns von ihnen danach angeln. Auf diese Tierchen ist Verlass, ohne sie zu sein, ist kein Spaß. Das hat nicht gereimt. Wenn er wäre Spaß. Und das. Nee. Geschöpfe wie Käfer und Blumen lernen uns oft mehr als alte Runen. In diesem Kreislauf sind wir platziert. Akzeptiere das, egal was passiert. Sei dankbar für ein jedes Leben. Diese Einstellung soll man anstreben. Ich beschwöre euch, das zu tun. Vergesst die Liebe und Amore nun. Liebe und Amore? Also einfach nur Liebe? Sohn eines Buggy, ich glaube, ich weiß jetzt, warum Dan Geschichte so sehr hasst. Oder Gedichte so sehr hasst. Ohohoho, nun, ab zu Dan geht ihr so. Bei ihm liegt für dich alles gut und bereit. Fürs Dasein als Rider in Mut und Tapferkeit. Drum Macht und Stolz, gib dein Bestes. Die Bindung mit einem Monster ist würdig eines Festes. Okay. Ohohoho, das stimmt, so. Ich sprach mit dem Händler und dem Schmiedelein. Ihre Dienste sind nun dein. Nun geh los und schau dir an, was man dort alles machen kann. Kaufen und schmieden. Okay. Gut. Katze? Hast du dich verschluckt? Musst du einen Haarball auskotzen oder was sind das für Geräusche, die du machst? Oh. Wir reden zuerst mit dir. Du stehst da so provokant im Weg. Ich habe das Gefühl, ich weiß, was du willst. Oh, hallo Dragon. Ich habe gehört, dass du einen Nagakuga verjagt hast. Ich sehe schon, dir wird nie langweilig. Ich kann mich noch an dich erinnern, als du eine Heulsuse warst. Aber jetzt bist du ein Rider und rettest obendrein noch das Dorf. Das ist fantastisch. Gratuliere dir, Dragon. Oh, und ich bin heute dran mit dem Kochen. Also werde ich dir etwas Besonderes machen. Und für Meister Fluffig da drüben. Ach so, er ist Meister Fluffig. Okay. Meister Fluffig? Was? Magst du das nicht? Wie wär's mit Geheimagent Pelzig? Ich bin ein richtiger und echter Navigator. Mein Name ist Naviru. Geheimagent Naviru? Meister Nabilein?
Nabi, der ist schön und kurz. Mein Name ist Naviru. Okay, ich heiße Lilia. Schön, dich kennenzulernen, Naviru. Ach so, Dragon, einige Dörfler haben Quests für dich. Du kannst die Details im Questbrett anschauen. Sieh dir später an, okay? Ah, es gibt also doch Quests. Nebenquests. Wähle Nebenquests im Camp-Menü, um deine laufende Quests zu sehen. Das Beenden von Nebenquests ist eine gute Art, Objekte Experience und Zenny zu erwerben. Du kannst Nebenquests im Questbrett bei deiner Waffenschmiede oder auch von Charakteren annehmen. Überprüfe die angenommenen Quests im Camp-Menü. Personen mit einer blauen Sprechblase bieten dir eine Nebenquest an. Eine weiße Blase bedeutet, dass du die Nebenquest erfüllt hast und abgeben kannst. Du kannst angenommen Nebenquests im Camp-Menü oder im Questbrett abbrechen. Nebenquests können nur in Städten abgebrochen werden. Weswegen auch immer ich die abbrechen wollte. Erfülle Nebenquests vom Questbrett oder der Waffenschmiede können erneut akzeptiert und beendet werden. Was? Erfüllte Nebenquests vom Questbrett oder der Waffenschmiede können erneut akzeptiert und beendet werden. Aha. Okay, wieso auch immer, um Materialien zu sammeln oder wie? Ja gut. Akzeptierte Personen-Nebenquests können im Camp-Menü abgebrochen werden. Erneutes Ansprechen nimmt die Quest an. Sie kann jedoch nur einmal erfüllt werden. Aha. Nebenquest-Zielmarkierung. Einige Nebenquests erzeugen Zielmarkierung auf der Karte im unteren Bildschirm, wenn du den Ort betrittst, der in der Beschreibung steht. Einige Zielmarkierungen vom Nebenquest können ein- und ausgeschaltet werden. Wähle dafür die Nebenquests im Camp-Menü und drücke A. Das ist sehr angenehm. Weil wenn du dann 20 Nebenquests hast, du kannst nur ein Sterne-Nebenquest annehmen. Weil wenn du dann 20 Zielmarkierungen hast und das, der ganze Bildschirm bloß noch voll ist mit diesen Markierungen, das ist immer ein bisschen eklig. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch kurz mit der Schmiede. Oh, da hinten sind schon welche. Aber wir sehen keine Nebenquests auf der Karte. Das ist schade. Das heißt, wir müssen immer wieder alles abgehen, weil wir nicht auf einen Blick sehen können, wer eine Nebenquest für uns hat. Okay, Schmied, was hast du für uns? Na, schau sich das eine an. Endlich ein Rider. Lass mich wissen, wenn du Ausrüstung brauchst. Okay, besuch die Waffenschmiede, um Ausrüstung zu kaufen oder zu verkaufen. Gegen Materialien oder Zenny kannst du deine Ausrüstung verbessern und neu herstellen. Wähle Kaufen aus, um Objekte zu erwerben oder verkaufen, um alte Objekte oder Ausrüstung zu veräußern. Stand da wirklich veräußern? Okay. Ja, okay. Die Werte der gewählten Ausrüstung werden am oberen Bildschirm angezeigt. In Blau, wenn besser als deine jetzige Ausrüstung und in Rot, wenn schlechter. Okay. Kaufen, verkaufen, verbessern. Eine Ausrüstung kann mit unterschiedlichen Materialien verbessert werden. Manchmal kann es mehr Zenny kosten oder es gibt zwei Aufrüstungsmaterialien. Aha. Wird deren Werte, wenn dasselbe Ausrüstungsmaterial mehrmals verbessert wird, kann es sich in ein neues Objekt verwandeln. Okay. Erz niedrigen Grades. Ja, wir haben bloß ein Erz, ne? Erdkristall plus zwei Punkte, ja schon. Nur davon haben wir bloß eins, ja. Rider-Rüstung? Auch. Wir können Sachen kaufen. Waffen kaufen. Ah, guck mal. Fähigkeit Jägerschlag. Ein traditionelles Schwert und Schild aus einfacher Bauart. Seit vielen Zeitalter hat es Rider beschützt. Okay. Crit 5%, aha. Das ist interessant. Verteidiger. Gewandter Hieb. Fügt einzelnen Gegner starke Nicht-Elementarschaden zu. Oh, Bindungsladungskosten 10. Was auch immer das bedeutet. Ach, oder ist das die Bindungsladung? Das heißt gar nicht... Ah, ja klar, die Herzen sind das ja gar nicht, sondern das ist die Bindungsladung. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das. Oh, 12 Angriff und Schutz 5, aha. Großschwert, das gleichzeitig als Schild fungieren kann. Legt großen Wert auf den Schutz und die Verteidigung seines Halters. Das heißt, es gibt Großschwerter und Schwert und Schilder, oder wie? Nee, da gibt es auch noch Hämmer. Die haben wir aber jetzt noch nicht freigeschalten. Ich weiß nicht, wo der Vorteil hier drin liegt. Der Jägerdolch? Die scheinen mehr Angriff zu haben, die mehr Crit. Schutz haben die jetzt beide. Nicht genügend Zenny. Achso, die muss ich mir kaufen. Ja, klar. Fügt einzelnen Gegner stark nicht Elementarschaden zu. Hm. Das ist hier wieder Jägerschlag oder der gewandte Hieb. Fügt einzelnen Gegner viermal nicht Elementarschaden zu. Aha. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, was da sinnvoller ist. Sorten Shield oder Großschwert? Keine Ahnung. Müssen wir, glaube ich, später noch gucken. Rüstung kaufen. Lederrüstung, Rider. Die Lederrüstung ist besser als meine Rider-Rüstung? Was? Das ist irgendwie traurig, oder?
Rüstung aus leichten Materialien auf Lederbasis reagiert flexibel auf jede Situation. Das ist doch irgendwie dämlich. Und die hat auch noch eine Fähigkeit, die Geschwindigkeitsabwehr. Senkt den durch Geschwindigkeitsangriff erlittenen Schaden leicht. Wie mies. Ich will nicht gleich meine Rider-Rüstung wegwerfen. Die sieht so cool aus. Mit den zwei Hörnchen. Ach Mann. Und die Händlerin. Hast du da draußen nicht genug Zeug gefunden? Kein Problem, hier kannst du zusätzliche Objekte kaufen. Was ist der Markt? Besuche den Markt, um Objekte zu handeln. Jeder Markt hat verschiedene Produkte. Schau dir deshalb in jeder neuen Stadt den Markt an. Wähle Kaufen aus, um Objekte zu erwerben. Du kannst mehr Objekte gleicher Art auf einmal kaufen. Wähle Verkaufen, um Objekte der Ausrüstung zu veräußern. Du kannst mehr Objekte der gleichen Art auf einmal verkaufen. Du kannst Amulette am Gebetstopf nutzen, um Rabatte beim Kauf zu erhalten oder höhere Gewinne beim Verkaufen zu erzielen. Okay. Kaufen? Was hast du alles? Ein Fernglas. Einwegfernglas. Zeigt die Stärken und Schwächen eines Monsters auf. Oh. Das ist interessant. Das ist richtig gut. Aha. Zeigt die Stärken und Schwächen eines Monsters. Das ist natürlich richtig gut. Das sollte man sich fast mitnehmen. Ob wir das später noch finden? Ich hoffe mal. Was haben wir denn eigentlich so Objektverkauf? Wir haben bestimmt viel Schrott. Den Stein, toll, der bringt uns einen Zenny. Ach, die durchsichtigen Tränen. Verkaufe ihn im Markt und Läden, ja gut. Beliebte Zutaten, Monsterfutter, leicht süß, wenn es roh gegessen wird. Okay, rohes Fleisch. Würmskelett. Die will ich alle mal nicht verkaufen, aber ich glaube, die Tränen kann ich verkaufen. Aber das kann ich ja später auch machen. Bisher ist ja nicht so wichtig. Gehen wir erstmal hier runter und reden mit Dan, denke ich, oder? Ja.